tagelang hüllte sich DFB-Präsident Grindel in Schweigen nach dem Özil-Rückzug und dessen Rassismusvorwürfen gegen ihn und den Verband. Jetzt hat er sich zu Wort gemeldet. In einer Stellungnahme weist Grindel die Vorwürfe entschieden zurück. Die persönliche Kritik habe ihn getroffen. Es tue ihm aber auch leid für die vielen DFB-Mitarbeiter und Ehrenamtlichen. Rückblickend, so räumte Grindel ein, hätte er unmissverständlich sagen sollen, dass für ihn und den Verband rassistische Anfeindungen nicht hinnehmbar seien.